Lang hat der Antonio Walter vom Eisfischen auf dem Silsersee geträumt. 10 Jahre ist es gegangen, bis seine Idee Realität geworden ist. Ja, das ist aber gut. He? An dem Morgen hat es nicht viele andere Eisfischer auf dem See. Der Antonio Walter hat die Qual von Wal, wo er sich platzieren will. Die Eisdecke ist gut 40 bis 60 cm dick. Der perfekte Ort für das Loch. Es spielt im Prinzip keine Rolle. Das geht ein bisschen nach Gefühl. Man hat immer das Gefühl, da unten ist der grosse Fisch. Da tun wir hier bohren, oder? 2 Jahre lang, vom Januar bis März, dauert der Versuch auf dem Silsersee. Möglich ist es nur, weil die Oberengadiner Seen im Privatrecht sind. Auf den anderen Seen, die im Kanton Graubünden gehören, ist das Eisfischen nicht erlaubt. Trotzdem begleitet der Kanton das Pilotprojekt vom örtlichen Fischereiverein. Die Eisfischer dürfen nur innerhalb eines Sektors ihr Loch graben. So lässt sich nachher exakt sagen, wo Fische gefangen worden sind und wo nicht. Und beim Eisfischen ist eher der Fisch, der zu uns kommt und uns sucht. Also, so ist unsere Denkweise. Ob die Fische wirklich so denken, das wissen wir eben auch noch nicht. Aber es ist schon so, wenn sie manchmal das Licht sehen vom Loch, dann werden sie angezogen. Und meistens hat man den ersten Biss hat man gerade am Anfang, wenn man das Loch gemacht hat. Oder? Maximal 30 Patente pro Tag gibt es. Fischen darf man eigentlich nur mit Kunstködern wie Gummifischli. 5 erfahrene Fischer pro Tag dürfen aber auch mit echten Ködern fischen. Wir haben hier Bammeli, das ist ein Elritzer. Das ist ein Fisch, den es hier im Silsersee gibt. Gefroren, vom Sommer her gefroren. So will man herausfinden, bei welchen Ködern die Fische besser beißen. Die Eisfischer sollen aber vor allem einen Fisch fangen, den Namaikasch. Von dem gibt es viel zu viel und mit dem Eisfischen will man die Anzahl im Silsersee reduzieren. Den haben wir eingesetzt vor den 60er Jahren. Und den Fisch hat man eingesetzt, weil wir zu viel Saibling hatten. Und jetzt hat er Überhand gekriegt. Jetzt haben wir fast kein Saibling mehr, dafür den grossen Fisch drin. Darum eigentlich das erste Ziel des Eisfischen ist eigentlich, den grossen rauszunehmen. Nur bis jetzt waren sie nicht wirklich erfolgreich mit diesen Namaikasch-Fischen. 25 Fische sind seit dem Januar gefangen worden. Nur gerade gut ein Dutzend davon sind Namaikasch. Aber es gibt noch eine andere Idee hinter dem Eisfischen, das touristische Nischenprodukt Eisfischer-Fans auf den Silsersee zu locken. Und? Gras habe ich schon gefangen. Gras? Bist du aber gekommen? Ich hatte 2 Bisse. Ja? Ja, ja. Der Daniel Kilian ist so ein angefressener Eisfischer. Von seinem Zuhause in Basel ist er bis auf Maloja gekommen, um das Eisfischen hier auszuprobieren. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man an verschiedenen Orten das macht, weil ich habe Erfahrung gemacht, dass es das Interesse sehr stark steigt. Also in der Bevölkerung, die Leute sagen, Eisfischen habe ich schon gehört, habe ich schon Bilder gesehen, hast du schon im Radio gehört, hast du schon im Fernsehen gesehen, das will ich mal machen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass auch die Graubünden das anbieten kann. Nur von offizieller Seite her vom Kanton macht man wegen dem Eisfischerprojekt auf dem Silsersee auch keine Luftsprünge. Zwar sei der Betrieb gut angelaufen, es hätte keine Kritik gegeben und auch die Aufsicht sei zufrieden, wie es gelaufen sei. Aber was ganz klar nicht funktioniert hat, ist der Fang. Also die Zielsetzung von Namaikasch-Bestand zu reduzieren, ist bei weitem verfehlt worden mit knapp Dutzend Fisch. Statt der Zielsetzung von etwa 100 ist dort kein Erfolg da. Und letztendlich doch, trotz der Begeisterung der Leute, die dort waren, sind insgesamt nach unserem Dafürhalten zu wenig Leute vor Ort, die das Angebot wahrgenommen haben. Auch dort sind wir unter den Erwartungen geblieben. Jetzt will man allerdings noch das 2. Jahr von dem Pilotprojekt abwarten. Erst dann entscheidet der Kanton zusammen mit dem Fischereiverein Silsersee, ob das Projekt weitergehen kann.